Leider liegt Deutschland bei der Digitalisierung der Krankenhäuser weit zurück. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf die administrative Produktivität, sondern auch erhebliche Auswirkungen auf die Behandlungsqualität. Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz steht das erste Mal genug Geld für die digitale Transformation der Krankenhäuser zur Verfügung. Der Engpass ist also beseitigt. Und jetzt stellt sich die Frage, wie die Häuser damit umgehen wollen, dass sie künftig mehr als je digitale Projekte gleichzeitig umsetzen müssen. Damit kommt die nächste Engstelle in den Fokus, nämlich die Mitarbeitermotivation und die Mitarbeiterbefähigung. Und da stellt sich eben die Frage, wie es gelingen soll, bei parallel vielen Projekten Mitarbeiter motiviert zu halten und nicht in ein exponentielles Scheiterrisiko bei den Projekten reinzulaufen. Jedes Haus sollte also bereits mit Start der Digitalagenda ein Change-Management-Konzept haben. Welche Kompetenzen müssen aufgebaut werden? Welche Ressourcen werden benötigt? Welche Technologien sollen beim Change-Management zum Einsatz kommen? Ganz zentrale Fragen, die nur in einem ausgearbeiteten Konzept entwickelt werden müssen. Ganz zentral bleiben selbstverständlich die weichen Faktoren. Partizipation an Entscheidungen, Motivation für Veränderungen und die Etablierung einer Fehlerkultur. Daneben aber auch die Anwenderschulung vor dem Go-Live, aber auch im laufenden Betrieb. Und an der Stelle hat sich in den letzten Jahren eine ganze Menge getan. Digitale Lernmedien erlauben es dem Mitarbeiter, dann ein Training zu absolvieren, wenn es in seinen Arbeitsablauf reinpasst. Außerdem erlauben sie dem Mitarbeiter, Wiederholungen zu machen, wann und wo es für ihn passt. Und nicht zuletzt, digitale Lernmedien lassen sich laufend so aktualisieren und das mit wenig Aufwand, dass eine Anwendung auch dann noch optimal unterstützt werden kann, wenn sie sich viele Jahre lang verändert hat. Ganz zentral ist auch ein digitales Assistenzsystem oder eine Digital Adoption Solution. Sie gibt Mitarbeitern genau in ihrem Arbeitskontext Hilfen, wie sie ein Problem bewältigen können. Und zwar mit einem Knopfdruck. Digitale Assistenzsysteme ermöglichen es, in einem exakten Kontext in einer Anwendung, einem KIS zum Beispiel, eine Hilfe bereitzustellen, die genau diesen Kontext reflektiert. Ein Beispiel: Dienstplangestaltung. Eine Mitarbeiterin möchte für mehrere Kolleginnen Einträge vornehmen, dass sie Einschränkungen beim Nachtschichteinsatz haben. Sie weiß nicht mehr, wie das geht. Mit einem Klick auf eine Taste kann sie sich Zugang verschaffen zu Inhalten, die genau in diesen Kontext passen. Eine Schrittliste oder ein kleines E-Learning, 2-3 Minuten lang. Oder eben auch eine Anwenderdokumentation. Sie entscheidet, was sie braucht, um nicht den Support oder einen Kollegen in Anspruch nehmen zu müssen. Gute Assistenzsysteme unterstützen dabei anwendungsübergreifend. Egal welches Endgerät, egal welche Anwendung, egal welches Inhalteformat, mit einem Klick wird alles bereitgestellt. In der Industrie, gerade auch bei Pharmaunternehmen oder Versicherungen, haben sich digitale Assistenzsysteme schon länger durchgesetzt. Auch erste Großkliniken haben positive Erfahrungen mit ihnen gesammelt. Angesichts der bevorstehenden Digitalisierungswelle in den deutschen Krankenhäusern sollten digitale Assistenzsysteme zu einem ganz zentralen Element jeder Change-Management-Strategie gehören. Sie sind die Gewähr dafür, dass eine Veränderung mit mehreren Digitalprojekten gleichzeitig erfolgreich gemeistert werden kann.